Guten Abend, meine lieben Freunde. Ich bin wieder spät abends online unterwegs, weil ich habe ja jetzt die letzten Tage nicht mehr SSO gespielt und deswegen habe ich jetzt einiges nachzuholen. Ich habe gerade meine Levelrunde mit Stormy, also ich nenne ihn nicht Storm Whisperer, sondern Stormy Kurzform. Habe ich gerade meine, sagt mal schnell, meine Levelrunde hinter mich gebracht, genau. Wir haben kurz vor Null, also gerade eben vom Level Reset, nein, Rennreset noch geschafft. Und ja, ich wollte jetzt gerne noch die Aufgaben bei Ferdinand machen. Vermutlich sind es dieselben, wie wir sonst auch haben, aber ich wollte sie trotzdem zusammen mit euch machen, weil ich sonst noch aus der Übung komme. So, liebe Licia, wie schön, dass du vorbeischaust. Du bist wie der Sonnenschein, der mir meinen Tag erhellt. Hast du möglicherweise Zeit, mir bei etwas zu helfen? Tolle Licia, das ist wirklich nett. Unsere Pferde sehen ein wenig traurig aus. Sie haben nur Heu gegessen. Heu, Heu und nochmal Heu. Sie brauchen Abwechslung. Kannst du nicht zu unserem alten Freund Barney reiten und ich um ein paar Möhren bitten? Und ihn um ein paar Möhren bitten, meint er wohl. Meine Pferde lieben Möhren und sind immer bester Laune, wenn sie Barneys Gemüse zu essen bekommen. Was das letzte Mal geschehen ist, als sie Barneys Gemüse bekommen haben, ich kann mich nicht erinnern. Alicia, gerade zu Barney. Ja, wir wissen da schon, was da los ist. Dann die Pferde rennen dann immer weg, ne? Naja gut, holen wir dann Gemüse von Barney. Ich bin übrigens nicht absichtlich zu spät in letzter Zeit unterwegs, nur irgendwie ergibt sich das in letzter Zeit, dass ich so spät unterwegs bin, weil ja, ich war jetzt lange nicht da oder musste auf meine Mutti warten und ja, oder wollte zu meiner Mutti. Hallo Licia, gut, dass du da bist. Ach ja, etwas Schreckliches passiert. Nagetiere sind auf meinem Acker. Ich muss sie vertreiben, aber meine Methode hat bisher keine Wirkung gezeigt. Kannst du es nicht versuchen, Licia? Es ist nicht schwer, aber man muss auf Zack sein und vor allem geschickt, damit man sich ihnen nähern kann. Hier, nimm meine Vuvuzela. Ein schreckliches Instrument, mit dem man sehr gut erschrecken kann. Ja, das wissen wir von der WM. Wenn du ihnen nur nah genug kommst, bevor das Instrument benutzt, werden sie vor Schreck abhauen. Viel Erfolg und komm wieder, wenn du sie verjagt hast. Wahrscheinlich kann die Vuvuzela nur benutzen. Tut. Auch gute Beschreibung, tut. Wahrscheinlich kann ich die nur benutzen, wenn ich nicht auf dem Gaul sitze, richtig? Muss ja da gucken, wieder in welche Richtung die gucken, ne? Sieht zumindest so aus. Ich sehe gar nicht. Achso, der guckt so rum. Die Nager springen panisch davon. Das ist aber ein böser Schrei, aber ich habe erst gedacht, der Trecker da hinten hupt uns an. Naja, gut. Nochmal, Vuvuzela-Action. Oh Gott, die schreien so, als würden wir sie, weiß ich nicht, massakrieren oder sowas. Schlimm hier. Wie viele müssen wir denn eigentlich verjagen? Alle hier? Oder? Ah. Die Vuvuzela ist des Nagers schlimmster Feind. Die Nager springen nach. Shit, da habe ich jetzt gar nicht gelesen. Na gut, aber sie sind alle weg. So, haha, was für ein Augenschmaus, wie du dich an die Nager herangeschlichen hast und die Vuvuzela geblasen hast. Danke, Alicia. Bitte, Barney. Wolltest du etwas Besonderes? Möhren für Ferdinand und Eddie? Na klar, hier hast du einen Bund. Wisch der Ferdinand und Eddie meine Grüße. Ich habe die beiden schon lange nicht mehr gesehen. Aber sicher doch. Komme ich darüber? Du bestimmt in die Hose. Oder auch noch nicht so ganz, wie ich eigentlich gedacht hatte. Ja, ich bin eigentlich mal gespannt. Wie reitet ihr euren Tinker eigentlich? Im Dressurstil oder eher so in Grün, in Rot? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich wirklich, weil ich suche noch ein Outfit für meinen Stormy. Und ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Starcoin-Zeug, dass ich ihn gekauft habe, aber trotzdem brauche ich ein Outfit. Ich sehe, dass du Möhren dabei hast. Das wird unsere Pferde freuen, da bin ich mir sicher. Oh nein, Elisha, nicht schon wieder. Alle Pferde sind weg. Wer hätte es gedacht? Als sie die Möhren gefressen haben, sind sie wirklich froh gewesen. Etwas zu froh vielleicht. Nachdem sie so lange nur Heu zu fressen hatten, haben die Möhren sie durchdrehen lassen und sie sind einfach abgehauen. Wie konnte ich das nur vergessen? Das passiert jedes Mal, wenn wir nach Silverglade kommen. Das passiert jedes Mal, egal wo du hinkommst. Ich dachte, sie würden übertreiben, als sie so enttäuscht aussahen. Doch sie wussten, dass sie dann Möhren bekommen würden. Als sie die Möhren bekommen haben, sind sie einfach abgehauen. Sie laufen wie wild herum
und kommen nicht zurück. Kannst du sie suchen, Alicia? Sie kommen zurück, sobald du sie findest. Manchmal werde ich böse, wenn sie sich so verhalten. Aber dann denke ich, dass es ohne solche Schabernacken auch recht langweilig wäre. Viel Erfolg, Alicia. Such nur ordentlich. Sie können sehr schnell rennen. Ja, gut. Es war bestimmt heute Morgen die Hölle, also heute Mittag die Hölle, als die Server aufgemacht worden sind und dann ganz viele hier die Quest gemacht haben. Weil die Pferde zu suchen zwischen den ganzen anderen Spielern war bestimmt echt anstrengend. So. Ja, ich sollte nicht gegen die Mauer rennen. Sorry, falls die Hintergrundgeräusche gerade so laut sind, nur meine Meerschweinchen meinen jetzt nagen zu müssen. Natürlich dann, wenn ich eine Aufnahme mache. Na. Ja. Okay, das war schlecht. Zack. Gott, hätten wir auch noch? Wie viele Pferde sind es denn noch? Ach komm, heute rate ich jetzt aber wirklich gegen alles, was noch geht. Vielleicht bin ich auch einfach zu müde. Vielleicht sollte ich jetzt auch gleich ins Bett gehen. Dum, di, dum, di, dum. Das war eins. Dann, 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 dann. Wunderbar. Und noch eins. Da kommt's. Da kommt's. Da kommt's. Wir haben dich. Tada. Gut. Pferde auf der Flucht. Du hast alle Pferde gefangen. Du hast das Pferd gefangen. Wir haben die Pferde gefangen. Wahrscheinlich müssen wir dann gleich für Eddie noch die Marktgebühren wieder bezahlen. So. Hoho, du hast das. Das hast du gut gemacht, Alicia. Alle Pferde sind zurück. Das nächste Mal werde ich nicht wieder so einen Unfug anstellen. Versprochen. Ja, ja, ja. So, Eddie. Ferdinand hat nichts mehr für uns. Was hast du denn? Hallo, Alicia. Könntest du mir bei etwas helfen? Ich habe gerade keine Zeit, den Markt zu verlassen, aber die Miete muss bezahlt werden. Habe ich es nicht gerade noch gesagt? Dir würde ich den Umschlag mit den Jorvik-Schillingen anvertrauen. Du müsstest ihn einfach dem Ratsmann in Silverglatt geben. Das sollte doch kein Problem sein, oder? Du machst es? Danke, Lische. Bitte, bitte. Machen wir ja immer irgendwie. Dude. Das war auch eine Wuvesela. Aber hat uns jetzt nicht so erschrocken. Ach, achtet auf die Uhr, die läuft ja jetzt wieder richtig. Kurz vor Null. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Zumindest was es die Uhrzeiten mit Zocken angeht. Mhm. Hallo Lische, du hast die Miete von Eddie und Ferdinand dabei? Danke. Schöne Grüße. Mamba. Dein Ruf bei Ferdinand und Eddies Pferdemarkt hat sich verbessert. Neues Rufniveau beliebt. Yay, das ging schnell. Das waren jetzt, glaube ich... Welchen Markt habe ich mitgenommen? Den in... Am Jorvik-Stallleitmarkt habe ich mitgenommen, in Fort Pinter, ja, und jetzt der. Also drei Märkte müsst ihr mitkriegen, dann seid ihr beliebt am Pferdemarkt. Das geht fix. So. Liebe sowieso so Player. Ja, haben sowas vergessen, da sollte Alicia stehen. Du bist uns wirklich eine große Hilfe gewesen. Ohne dich hätten wir unsere Pferde nie zurückbekommen und hätten womöglich die ganze Nacht suchen müssen. Eddie und ich wollen dir etwas schenken. Yay, schon wieder ein Geschenk. Eddie wollte das Geschenk vorbereiten und ich glaube, sie ist jetzt fertig. Sprich mit ihr und sie wird dir etwas Schönes geben. Bis bald, sowieso Player, bis bald. Ja, die berühmten Fehler, wenn sie den Patch ganz schnell rausbringen. Mal gucken, ob sie das nochmal fixen. Ich glaube ja eher nicht. Hallo Alicia, guck mal, was ich aus einem der Wagen geholt habe. Ich habe das damals zum Geburtstag geschenkt bekommen. Vor vielen, vielen Jahren. Perfekt für dich. Bis bald, Alicia. Okay, wir haben ein neues T-Shirt. Jetzt nur wissen, welches. Das war ein Bananenshirt. Banane. Reiten plus 3, Springen plus 1 kostet Verkaufspreis 250 und im Spieler Level 4 sein. Ja, sind halt Bananen drauf. Sieht halt tropisch aus, wa? Meint ihr es jetzt nicht? Ja, wenn euch die Folge gefallen hat oder euch ein bisschen amüsiert hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eure Alicia.